Das erste Licht des Tages ist die beste Zeit, um nach dem Geist des Karadag zu suchen. Im Sommer steigen die Temperaturen über 40 Grad. Schon allein deshalb sind die Biologin Hanna Rasa und ihr Kollege Korish Ararat meist früh unterwegs. Sie suchen nach Spuren des größten Jägers der Berge im Norden von Irakisch-Kurdistan. Der Leopard ist eine Schlüsselart. Er steht an der Spitze der Nahrungspyramide und ist deswegen sehr wichtig. Der persische Leopard ist beinahe unsichtbar. Alle Menschen in den Bergen des Karadag wissen von ihm, doch kaum jemand hat ihn je zu Gesicht bekommen. Selbst Hanna Rasa, die seit Jahren hier arbeitet und forscht, hat noch nie einen lebenden Leoparden in freier Wildbahn gesehen. In den Bergen stehen deswegen Fotofallen. Das ist eine Wildziege. Von der haben wir viele Fotos auf den Kamerafallen. Das ist ein gutes Zeichen. Damit ist genug Beute vorhanden für den persischen Leoparden. Sie ist der Grund, dass wir hier überhaupt Leoparden haben. Es sieht so aus, dass wir diesen Morgen vor allem verschiedene Säugetiere haben und ein paar Vögel. Hier sind Wildziegen, Wölfe, Schakale, ein Fuchs und asiatische Wildkatzen. Der Leopard konkurriert vor allem mit dem Wolf um Nahrung und mit anderen Leoparden, falls er einen trifft. Denn der Geist der Berge ist selten geworden. Dieser Leopard ist der erste Fotobeweis eines persischen Leoparden im Irak. Durch dieses Foto haben wir den persischen Leoparden 2011 wiederentdeckt. Dies ist ein neues Tier, das wir 2017 in Karadag entdeckt haben. Damit haben wir drei ausgewachsene Leoparden, die hier in den Bergen umherstreifen. Weltweit gibt es nur höchstens 1300 persische Leoparden. Die Art ist vom Aussterben bedroht. Hanna Rasa und Korish Ararat steigen immer wieder in die steilen Felsregionen hinauf. Sie hoffen, auf einem fernen Felsen einen der Leoparden zu sehen. Dort oben ist sein Hauptjagdgebiet. So sieht ein typischer Lebensraum für den persischen Leoparden aus. Er bevorzugt Eichenwälder und felsige Gegenden. Wenn sie jagen, sitzen sie auf oder unter einem Baum und beobachten alles um sich herum. Sehen sie eine Beute, müssen sie nur den Berg herunterspringen. Das ist einfacher für sie. Leoparden sind sehr stark und springen sehr hoch. Ihre Beute ziehen sie dann auf einen Baum, wo sie sie auffressen. Das Schicksal des persischen Leoparden ist eng mit dem Kurdistans verbunden. 40 Jahre Kriege, Flucht und Gewalt haben tiefe Spuren hinterlassen, bei Tieren und Menschen gleichermaßen. Die Stärke des Leoparden ist wie die Stärke des Menschen, besonders der Kurden, die schon so vielen Konflikten und Unruhen in unserer Region widerstanden haben. Ich komme aus einer Peshmerga-Familie. Peshmerga sind Freiheitskämpfer. Sie haben gegen Saddam Hussein gekämpft. Deswegen bin ich in den Bergen geboren, während meine Eltern gegen das Regime gekämpft haben. Meine Verbindung zur Natur und den Bergen geht so weit zurück. Meine Eltern haben für und in den Bergen gekämpft. Aber jetzt ist dort nichts mehr zu sehen. Ich möchte wieder wilde Tiere in den Bergen sehen. Berge ohne Tiere machen für mich keinen Sinn. Jahrelang hat Hanna Rasa mit den irakischen Behörden über ein Schutzgebiet im Karadag verhandelt. Nun ist es fast geschafft. Knapp 2300 Hektar einsamer Berglandschaft sollen bald vor allem dem Leoparden gehören. Dafür müssen auch die Menschen der Gegend gewonnen werden. Viele sind es nicht mehr. Die Jahrzehnte der Unruhen haben sie vertrieben. Und heute gehen die Jungen lieber in die Städte, um Arbeit zu finden. Atta Mohammed Saleh ist geblieben. Für mich sind die Leoparden unser Naturerbe. Ich möchte sie hier in den Bergen wiedersehen.
Mit dem neuen Schutzgebiet sollen auch Touristen kommen und damit dringend benötigte Einnahmen. Mit Unterstützung der Weltnaturschutzunion IUCN entsteht gerade eine Lodge für Touristen. Ich verstehe ja, dass Leute nicht erwarten, dass man im Irak Ferien machen kann und Spaß haben. Aber ich verspreche, dass es hier bei uns sicher ist. Die ersten Besucher sind allerdings eher ungebetene Gäste. An der Grenze des Schutzgebiets werden Ölvorkommen vermutet. Immerhin denkt der Ölkonzern darüber nach, das Schutzgebiet irgendwie zu unterstützen. Gebohrt werden soll aber auf jeden Fall. Nach einer halben Stunde ist der Spuk auch schon wieder vorbei. Ich glaube, dass die Suche nach Öl schlimmste Auswirkungen auf die Umwelt hat. Egal, wie sie sich bemühen, sie werden einen großen Fußabdruck in der Natur hinterlassen. Die Einsamkeit der Berge Kurdistans ist der beste Schutzschild für den Leoparden. Nur wenn das Land in Ruhe gelassen wird, sagt Hanna Rasa, hat der Geist des Karadag eine Chance zu überleben. Meine Vision für die Zukunft ist, dass wir ein ganzes Netzwerk von Schutzgebieten haben. Eines, das wir besitzen, um die Tiere zu schützen. Ich möchte, dass die Leute und die Gemeinden, die um das Schutzgebiet leben, mehr Frieden haben. Und auch die Tierwelt.